Dänemark bangt um das Leben von Prinz Henrik. Der schwerkranke 83-Jährige wird in dieser Kopenhagener Klinik behandelt. Mitglieder der dänischen Königsfamilie, allen voran Königin Margarete, versammelten sich am Wochenende mehrfach am Krankenbett. Der Gesundheitszustand des seit Monaten unter Demenz leidenden Prinzen hatte sich dem Palast zufolge zuletzt ernsthaft verschlechtert. Er hatte sich im Januar eine Lungenentzündung zugezogen und wurde deshalb in Kopenhagen im Krankenhaus behandelt. Dort entdeckten die Ärzte zudem einen gutartigen Tumor im linken Lungenflügel. Dänische Bürger befürchten das Schlimmste. Es ist ein sehr trauriger Zustand, unter Demenz zu leiden. Ich selbst habe meine Mutter vor einiger Zeit durch diese Krankheit verloren und das war sehr hart. Deshalb bin ich heute mit meinem Enkel hier, um dem Prinzen Tribut zu zollen. Er hat es verdient. Seit der Bekanntgabe der Demenzdiagnose im September war Prinz Henrik kaum noch öffentlich aufgetreten. Margarete und Henrik sind seit 1967 verheiratet.